Die ist blockiert, die Lore. Kann man da irgendwas? Die Lore ist durch Mineralablagerungen und Rost unbeweglich geworden. Irgendwie müssen wir das lösen. Hier liegen jetzt interessante Dinge oben. Vielleicht kann ich etwas davon gebrauchen. Natürlich eine Kette und ein Silikon. Was war das? Eine Silikonspritze, okay. Ja. Also wenn ich jetzt hier in der Arbeit wäre, würde ich mit dem scheiß Bagger das vorziehen einfach fertig. Aber wir sind hier in einem Spiel. Und da spielt das keine Rolle. Die Schienen sind total verrostet und verdreckt. Kein Wunder, dass die Lore sich nicht bewegt. Hier muss ich unbedingt nachhelfen. Ja, schrubben. Wir nehmen mal den Bremskeil. Der sticht mir ins Auge. Da er sowieso nichts festhält, kann ich ihn problemlos mitnehmen. Den steckst du auch einfach so in die Innentasche. Macht gar nichts. Oh ja. Ich sehe mich schon damit über den Planeten brausen und interessante Orte, seltsame Pflanzen und atemberaubende Bauwerke entdecken. Du solltest dich auf die Wiederherstellung der Energieversorgung und das Notsignal konzentrieren. Spaßbremse. Auch wenn du recht hast. Aber danach werde ich sicher auf diese Weise die Langeweile bekämpfen. Ha. Das wäre vermutlich unser Gegner gewesen, wenn wir einen Weg um die Station herum gefunden hätten. Um ein Notsignal abzusetzen, brauchen wir jedenfalls nicht dort hinauszukommen. Nee, du, aber mich würde interessieren, was haben wir da rumlaufen sehen? Was ist denn das? Ich muss ja Öl geben oder Schmierfett oder eine Schwarte oder so. Verhaltensregeln beim Umgang mit dem Kran. Also Arbeitsschutzbelehrung auf Deutsch. Nach der Nutzung zumindest reinigen, hochziehen, sonst läuft jemand dagegen. Schaufel öffnen. Haltet euch bitte daran, wenn die Lacke die Mechanik verklebt und hart wird, bilden sich auf diesem Planeten daran Mineralien und die Schaufel lässt sich nicht mehr öffnen. Dann muss ich den Kran wieder mit dem Laserschneider bearbeiten, was Zeit und Energie kostet und potenziell Löcher ins Dach frisst. USM. Also ein Laserschneider. Haben wir sowas zufällig einstecken? Nee, ich glaube nicht. Aber wo ist ein Laserschneider hier? Im Loch? Ohne brennbares Material brauche ich die Müllverbrennung nicht zu starten, richtig? Korrekt. Zunächst... Dafür müsste sich aber die Lore... Der Kran ist noch durch Rost und Schlacke verkrustet, weshalb er sich nicht bewegen lässt. Ohne ihn werden wir keine Energie bekommen. Okay, da kommen wir aber hier auch nicht weiter, weil wir brauchen... Die Lore müssen wir freimachen. Und den Kran... Braucht man einen Laserschneider und ich weiß nicht, wo er ist. Also hör mal. Der wird hilfreich sein, aber warum fährt er nicht bis zum Silo? Er soll Brennmaterial direkt in den Ofen befördern. Das Speichern des Schrotts im Silo ist nur eine Notlösung. Können wir eigentlich jetzt hier aufhören mit dem Spiel, weil ich weiß nicht mehr weiter. Oder ich schau einfach mal draußen. Vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit. Vielleicht können wir mal so eine Kiste runterlassen. Weißt du? Ich wette, in den Boxen sind ein paar hilfreiche Dinge verborgen. Aber dazu brauchen wir ja auch wieder Strom. Kruzifix. Laserschneider. Laserschneider kenne ich bloß. Nee, das war ja auch kein Schneider.
dieses... Na, renn doch mal. Lauf. Lauf, Kind, lauf. Dieses... Du weißt schon, weißt du? Ja. Dieser Bohrer. Aber den können wir ja nicht mitnehmen. Ha. Nee, das brauchen wir auch nicht. Endlich liefert der Generator wieder Strom. Können wir da nicht irgendwie ein Kabel rüberziehen? Also ich glaube, hier gibt's nichts. Ohne Energie können wir es nicht öffnen, Tessa. Aber warte mal, wir haben doch jetzt... Tessa, auch hierfür werden wir... Ja, du hast recht. Falsche Tür. Leider. Diese Tür, da muss doch auch was gehen. Das muss doch öffnen gehen irgendwie. Jetzt wäre sie ja nicht da. Ein Keil reinschlagen. Er passt schon mal dazwischen. Mit etwas Kraft. Ja, jetzt passen meine Finger dazwischen. Und offen ist sie. Wer hätte es gedacht? Ah, das Forschungslabor. Tony hätte sich hier bestimmt wie zu Hause gefühlt. Tony, Laborofen. Ohne Strom wird dieses Biest nicht laufen. Eine Zanke. Die wandert in unser Inventar. Laborschrank. Ein kleiner Laborschrank. Er ist verschlossen. Als würde uns das daran hindern. Was wollte ich denn jetzt damit? Nein. Jede Menge Flaschen mit chemischen Bezeichnungen. Sie sind alle leer. Achtung, Warnung. Salzsäure. Ein höchst komplizierter Mechanismus ist eingebaut. So können ihn nur Leute bedienen, die wirklich vom Fach sind. Das wird nicht leicht. Ich scanne meine Datenbank mit Anleitungen. Ergebnis? Die beiden Plastikteile zur Seite drücken und dann den Hebel ziehen. Darauf wäre ich nie gekommen. Klar verstehst du das nicht. Das ist eine Kindersicherung. Und du bist ja kein Kind. Lassen wir das. Um das Zeug zu transportieren, brauche ich einen Behälter. Okay. Eigentlich, Moment mal, Asthma scannen. Gestern immer. Das ist eine seltsame Zusammenstellung. Also, dieser Raum besteht aus Teilen eines Biologielabors Version 1.29 und 1.40 sowie eines Metallversuchsraums Version 4.01. Er wurde als Reinraum konzipiert, aber offenbar hat man es damit nicht so genau genommen. Die Pflanzen in diesen Inkubatoren sind seltsam. Beide Geräte sind ausgeschalten, die Pflanzen in ihnen haben aber überlebt. Hier vorn sind die Scheiben zerbrochen, als hätte sie jemand eingeschlagen. Das hintere Gerät ist noch geschlossen und intakt. Okay, wie auch immer die Pflanzen so lange überleben. Da drin. Ein Lasergenerator. Ein Lasergenerator, der normalerweise in ein Schneidwerkzeug gehört. Ganz schön gefährlich, den hier rumliegen zu lassen. Ja, hier laufen viele Kinder rum. Hier sind außerdem einige Zettel und eine Zeichnung. Der Laserschneider, der in der letzten Mission zum Einsatz gekommen ist, war nicht mehr zu retten. Nur der eigentliche Generator samt Energiezelle funktioniert noch. Du hast recht, ihr braucht irgendeine Verteidigung. Ich wünschte, ich hätte mehr für euch, aber ich habe keine Zeit mehr.
Hier ist eine Anleitung, wie ich es machen würde. Sei sehr vorsichtig. Eine Verteidigung? Gegen was denn? Ich lege die Zettel beiseite, denn sie liegen auf einer Waage. Vielleicht brauche ich die noch. Den Rest nehme ich mit. Frage ich mich jetzt aber auch, eine Verteidigung gegen was? Ich weiß nicht, wer oder was das angerichtet haben kann. Aber das Display ist kaputt. Mit dem Display dieser Konsole kann der Inkubator geöffnet werden. Dazu muss natürlich die Hauptenergieversorgung laufen. Das Biotop kann sich aber selbst versorgen und ist nach all der Zeit noch intakt. Können wir das mitnehmen? Der Glaskolben. Was wäre Chemie ohne ihn? Eine Feinwaage, die dezent in den Tisch integriert ist. Okay. Müssen wir jetzt hier irgendwas zusammenmischen noch? Diese Pflanzen gehen ein, aber sie sind nicht tot. Auf solchen Planeten werden häufig Pflanzen eingesetzt, die auch unter widrigsten äußeren Bedingungen noch überleben können. Vor allem ihre Früchte sind so gezüchtet, dass sie auch nach langer Zeit noch neue Pflanzenkulturen hervorbringen. Das sind Birnen, oder? Oder Zitronen? Verstehe. Ja, diese gelben Früchte sind noch frisch. Ich nehme eine mit. Vielleicht haben wir Verwendung dafür. Ist eine Frucht. Ja, wahrscheinlich ist es eine Zitrone, die... Oder eine Gurke, die aussieht wie eine Zitrone und da aber nach Birne schmeckt oder so. Irgend sowas. Wirklich hilfreich war das jetzt nicht, ja. Dieser hier enthält Pflanzen mit Früchten. Das wäre eine Nahrungsquelle. Wie können sie so lange überleben? Es handelt sich offenbar um ein ausgeklügeltes Ökosystem, das sich selbst regeneriert. Einen Anschluss nach draußen wird es sicher geben. Gibt es eine Möglichkeit, an die Pflanzen heranzukommen? Vielleicht können wir die Scheibe einschlagen. Wenn der Inkubator Strom hat und das System unversehrt ist, kannst du Früchte entnehmen und die Balance wiederherstellen. Zerbrichst du die Scheibe, kannst du die Früchte ernten. Aber ich gehe davon aus, dass die Pflanzen dann nicht lange überleben. Aber... Was machen wir jetzt mit dem Laser? Nicht viel. Vielleicht hier rein? Der Abzug und der Schalter des Generators lassen sich verbinden. So kann ich es aber nicht zusammenstecken. Wie denn dann? Das habe ich beim Lasergenerator gefunden. Eine Skizze oder Anleitung, wie man mit zusätzlichen Gegenständen aus dem Generator einen Laserschneider bauen kann. Gehäuse. Ziehen Sie Gegenstände in die Slots. Okay. Griff. Ja, wie soll ich denn das da reinziehen? Willst du mich gerade verarschen? Nein, so erfüllen diese Objekte auf jeden Fall nicht den Zweck in der Anleitung. Ach so, einmal anklicken. Generator. Dette. Oder Dette. Griff? Nee, das nehmen wir noch als Griff. Das Ding hat er einen Griff. Oh. Wir haben keinen Kristall. Ey, warte mal. Glaskolben. Immer praktisch, wenn man mit Chemikalien hantiert. Ein Kristall. Ich weiß ja was. Nein, so erfüllen diese Objekte auf jeden Fall nicht den Zweck in der... Wir müssen so ein Kristall dort rausholen an der Bohrstelle. Aber wie?
Es ging ja auch nicht, oder? Und machen können wir ja auch nichts mehr. Nun, komm schon. Mit roher Gewalt bekomme ich ihn nicht heraus. Irgendwelche Vorschläge? Du müsstest die Kristalle lösen, das Erz aufweichen, dann sollte es funktionieren. Dafür braucht man eine Chemikalie. Stimmt's? Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Aber wo kriegt man die Chemikalie her? Warte mal. Nee, da steht nichts für ein Aufweichen. Wir müssen irgendwas finden, womit wir das Erz aufweichen können. Die Fässer stehen hier schon ewig. Was draufgestanden hat, ist durch den Rost nicht mehr zu entziffern. Ist egal, wir nehmen. Gefährlich sollte es nicht sein, sonst dürften kaum so viele Pflanzen daran wachsen. Das ist doch logisch, hoffe ich. Da war nichts. Da kann ja bloß hier irgendwas sein. Jede Menge Flaschen mit chemischen Bezeichnungen. Sie sind alle leer. Okay, dann wohl nicht. Den Schrank. Das funktioniert nicht. Wenn's nicht geht, einfach aufhören zu reden. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Es funktioniert alles nicht. Dass wir die Schärpe noch haben. Das funktioniert nicht. Ich brauche den Schlüssel. Ja, aber wo ist denn der Schlüssel? Hier ist ja nirgendwo ein Schlüssel. Haben wir irgendwas übersehen? Ein Gasbrenner mit zwei Schläuchen. Leider führen beide ins Leere. Notizen. Hier stehen ein paar Elemente und Materialien drauf. Ja, okay, das werden wir dann brauchen. Zum Schneiden. Aber wir haben ja auch keine Chemikalien. Das könnte ich. Eine zugemüllte und mit tiefen Gebrauchsspuren übersäte Werkbank. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Und natürlich darf die Stadt. Nein. Hör auf. Können wir hier was entnehmen? Nee. Ein Roboterarm, der sich scheinbar auf diesen Führungen im Boden bewegen kann. Ja gut, das wissen wir ja. Aber, der soll Kisten runterholen, dafür braucht er Strom. Kaffeemaschine, Display, blablabla. Braucht man alles? Nee, das nützt uns nichts hier. Ist schwierig. Da wollte ich gar nicht hin. Wollt ihr Nuff? Ihr Ruf? Haben wir hier irgendwas übersehen? Ohne Energie wird mir diese Konsole. An der Tür steht Krankenstation. Sie ist verschlossen und ich sehe keine Möglichkeit, sie zu bewegen oder an den Mechanismus ranzukommen. Dann vielleicht hier an der Wand lang. Außen. Geht ja noch nicht mal dahin. Das ist merkwürdig. Was meinst du? Die Kabel. Die Station ist zugewuchert, aber dadurch werden keine Kabel rausgerissen. Naja.
gleich das Metallrohr jetzt. Die Arbeit an dieser Kabelsäule wurde offenbar nicht abgeschlossen. Hier hängt noch ein hohler, fester Metallzylinder mit ein paar Löchern drin. Vermutlich eine Art Kabelschacht. Vielleicht können wir da was machen. Hm? Er ist nicht festgeschraubt, sondern direkt durch dünne Metallverbindungen mit der Säule verschweißt. Dann mach's weg. Damit kann ich ihn bestimmt lösen. Kabelschacht. Können wir als Gehäuse nehmen oder so? Für die Knifte, oder? Das habe ich beim Lasergenerator Wisst ihr, hier. Gehäuse. Generator. Griff. Nehmen wir das und dann fehlt noch der Kristall. Nein, so erfüllen diese Objekte auf jeden Fall nicht den Dieses stabile Metallrohr mit Löchern habe ich im Kontrollraum abmontiert. Aber für was ist das gut? Ich hänge ja gerade ein bisschen fest. Das bringt uns nicht weiter. Das hier hinten würde mich ein bisschen interessieren. Du kannst ja hier nichts anderes machen. Die Schienen sind total verrostet und verdreckt. Kein Wunder, dass die Lore sich nicht... Putzen. Müssen mit der Frucht die Schienen putzen. Mit der Schärpe. Dank des Schaumstoffs konnte ich die Scherbe greifen, sonst hätte ich mir dabei die ganze Hand aufgeschlitzt. Datenkabel, weiß es nicht. Das klingt überhaupt nicht gut. Da scheint irgendwas die Mechanik zu blockieren. Oder es ist einfach alles verrostet. Das wird schwierig. Rostige Schiene, das haben wir ja schon angeschaut. Die Schaufel ist eingerostet und vollkommen verkrustet. Der Computer hat das als defekt eingestuft. Sie wird sich nicht bewegen lassen, solange das nicht behoben ist. Also müssen wir das Ganze irgendwie von hier unten aus entfernen. Ja, das werden wir müssen. Aber wie? Das kann heiter werden.